Neben mir steht Verkäufer Marco Riesmeier. Und er hat euch folgende Palette mitgebracht. Also, ich muss einfach sagen, das wird die beste Palette ever werden. Die Palette Automobil ist eigentlich mein Traum. Also mein Traum in Form von, das wird die Highlight-Palette sein. Und ich sehe schon, Alex grinst auch endlich wieder. Der Dirki auch, ne? Also finde ich gut. Palette Automobile. Und die Palette hat 110 Teile, 165 Kilo und A- und B-Ware. Haben wir Elektroartikel bei? Sind auch Elektroartikel, ja. Mit Stecker? Stecker sind dabei. Hm? Sind es Autoersatzteile? Nein. Okay. So, bevor ihr jetzt hier gleich auf die Autobahn fahrt, lasse ich die rote Box in die Luft steigen. Darunter befindet sich Marcos Palette. Ihr dürft auf mein Kommando drauf losgehen und euch die Palette näher anschauen. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht über die gelbe Markierung tretet. Und wenn die Box sich senkt, ertönt ein Signal. Das bedeutet für euch noch 30 Sekunden Zeit. Alles klar? Lasst die Hände bitte am Steuer und benutzt nur eure Augen. Ah, da werden die Augen schon länger, ne? Hm? Als die Box nach oben ging, sticht natürlich dieses hohe Teil weiß-rot einem sofort ins Auge. Transsol. Elektroauto? Retourenjäger, auf die Palette, fertig, Vollgas! Ich habe die Handyhalterung gesehen, also alles so Pillepalle. Kindersitze. Das sind alles Zubehörsachen, die kann man auf jeden Fall gut verkaufen. Aber das war halt nicht der Wert der Palette. Mir ist hier natürlich diese große Säule ins Auge gestochen. Ja, das lange Dinge doch. Beim Rumlaufen war mir dann klar, dass es halt eine professionelle Ladesäule ist. Ich habe davor gestanden und dachte mir, die Knöpfe sehen billig aus, das ist irgendein Kack. Mir war bewusst, dass das definitiv sehr wertvoll sein muss. Nur noch 30 Sekunden Zeit. Ich hatte definitiv keinerlei Ahnung, was das ist. Vielleicht eine Kaffeemaschine. Boah, ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Irgendwie haben wir da einen Schatz vermutet. Und wer startet den Motor? $550. So. Jawohl. Für diese Palette muss ich mindestens 3.500 Euro haben. 550 Euro. Der Dirk ist direkt mal auf die Autobahn draufgefahren. Wer ist auf dem Beschleunigungsstreifen? Alex? 600. 600. Markus? 700. Ja. 700 Euro. 800. 800, richtig. 900. 900. Tausender. Ja, 1000 Euro. Mach 2 Mille. Alex, komm. Gib alles. Ich weiß, wer das bereut. 1, 2. 1, 2. Alex. 13. 1300. Wer 1350. Setzt? Bruder Markus, 1350. Wer bietet mehr? Hanno hat noch gar nichts gesagt. Hanno? Ich bin raus. Echt? Okay. Warum? Irgendwas muss drauf sein, was die anderen gesehen haben und ich habe es nicht gesehen. Aber das ist mir zu hot. Ich wusste, es ist was Tolles drauf, was richtig Geld bringt. Aber ich wusste nicht, was. Überlegst dir 1350 von Markus. Wer bietet mehr?
Gut, dann nehme ich 1400. 1400 Euro, Dirk. So. Alex, gib alles, Mensch. Zähl auf dich. Leiden will, ne? Zähl auf dich. Für mich war immer die große Frage, wem, wie kannst du das verkaufen? Komm, 1450. Ja, der Marco, der schwitzt. 1450 Euro. 1500. Bruder Markus und Schwester Evelyn sind Höchstbietende. Nimm mal 1550. 1550 von Dirk. Weißt du was, wenn die so hujern, ne? Mach ich das auch. Aber die kriegen das nicht. Dann will ich jetzt haben. 1550 von Dirk zum Ersten. Leute. 1550 zum Zweiten. 1560. Ja. Ey, 1560. Nee, 16. 1600 Dirk. Habt ihr erkannt, was dieses große, große Ding da ist? Gutes Ding. Kaffeemaschine. Ich dachte zumindest, jeder hätte es gesehen, außer Hanno. Ich dachte erst, der macht Quatsch, aber der hat es wirklich scheinbar nicht erkannt. 1600 zum Ersten. Kann man so gut das. Sehr schön, Leute. Bitte doch einmal noch. 1600. Ach komm, 1650. Jawohl, ganz souverän. 1650 zum Ersten. Leute, bietet jetzt. Na, also 1700. 1700. Komm, wir zocken. 1750. Ja, 1750. Das ist eine Wette auf dieses eine Teil. Das ist einfach viel Geld und das muss man sich überlegen, ob man das wetten will. 1750 Euro ist der höchstbietende Markus. 1750. 18. Der Dirk. Dafür macht er den Stepper. 1800 Euro. Zum Ersten. 1800 zum Zweiten. Ich dachte, komm, wir setzen noch mal einen drauf, steigen noch mal ein. 1810. Bist du bescheuert, von da hinten der Sonne uns zu gucken, oder was? Ey. Eine Frechheit, was er gemacht hat. Ich hätte so Preiswerte gekriegt. Wir haben 1850, aber dann ist Schluss. 1850. Nein. Doch. Leute, zum Ersten. 1850 zum Zweiten. Das ist ein zu großes Risiko für uns. 1850 an Dirk verkauft. Ich habe einen Riesenverlust gemacht, aber der Dirk wird wahrscheinlich damit gutes Geld verdienen können. Information an euch. Das ist bisher die allerteuerste Palette, die hier bisher über den Jordan gegangen ist. Und wer hat sie gebracht? Und wer hat sie gebracht, du? Moa. Und wer hat hier Geld verdient? Dirk, hast du gesehen, was das lange große Ding ist? Nein. Ich bewundere deinen Mut. Absolut. Hat der Dirk hier mit dem allerhöchsten Gebot für eine Palette sich absolut verzockt? Oder wird es gleich einen Geldregen geben? Boah, geile Palette. Geile Palette. Jetzt wird die Automobilpalette mit der Ladesäule ausgepackt. Hat Dirk damit den Deal seines Lebens gemacht? Der Dirk musste heute sehr tief in die Tasche greifen. 1850 Euro hat er jetzt ausgegeben für eine Palette mit automobilen Teilen. Was hat dich gereizt?
Hier, das Automaten-Ding da. Weißt du, was das ist? Nein. Ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal in Ruhe aus. Joy, joy, joy. Jetzt kommt wieder der Zorro-Schnitt. Der Zorro-Schnitt von Dirk. Wir machen es wie Weihnachten. Erst packen wir die kleinen Sachen aus und zum Schluss das ganz Große. Die schmeißen sich auf jeden Fall gut, die Kissen. Das sind so eine Rückenkissen. Rückenkissen sind das, glaube ich. Ach so, für längere Fahrten? Ja, ne, die sind auch schön weich. Die sehen auch noch gut aus, gut verpackt. Ein 20 gibt es dafür. Was haben wir dann? Wie viele? Auf 8 Stück von. 180. Automülleimer für den Autositz. 4, 5, 8, 9, 10, 11. Ich sag mal 20. 20 Stück. Das sind mobile Mülleimer fürs Auto. Die sind ganz praktisch. Kannst du hinter den Sitz klemmen zum Beispiel und dann schmeißt du hinten dein Zeugs rein. Die sind leider No-Name-Produkte, soweit ich das jetzt beurteilen konnte. Kostet. 20 kriegst du dafür. Ja, 20 kriegst du auf jeden Fall dafür. Die sehen auch gut aus. 20 mal 20. 400. 400 Euro. Dann haben wir hier schon mal 580. So. Was haben wir dann hier? Was sind das für Packungen? Ah, alles klar. Car Charger. Ganz spannend. Hängst du dein Handy dran und lädst. Wie viel? 5er. 5 Euro? Ja. Komm, dann zähl mal bitte 1, 2, 3. Das sind so Sachen, die gehen ratzfatz weg, so schnell kannst du gar nicht gucken, weil sie einfach billig sind. Auch wenn die Leute die nicht brauchen und sind günstig, nehme ich erstmal mit und denk zu Hause drüber nach. 40, 50. Gut, sagen wir mal 50 mal 5. 250, 750. 750 Euro. Jetzt hier, das machen wir mal auf, Dirk. Habt ihr das gesehen, dass da Kindersitze drauf ja, sind? Ja, die kann man erkennen. Also das sind ja ganz neue Sitze. Ja, der sieht gut aus und die kriegst du verkauft. Ja. Ein 100er kriegst du dafür locker, oder nicht? Ich würde ihn bei 80 ansetzen. Also der ist an sich macht einen wertigen Eindruck, aber die Marke dann ist halt haben wir von 80 Euro, 80 drei, Euro Stück. Drei Stück. Ich möchte kurz festhalten, haben wir einen 1000er zusammen? Ja, 1000, 1040 haben wir jetzt. Kindersitze. Den komischen Apparat für Tandy, war mir klar gewesen, das ist dann jetzt die Welt. So, die kleinen Sachen haben wir jetzt alle ausgepackt und jetzt bin ich gespannt auf das große Paket. Mach mal auf, Dirk. Vorsichtig. Oh, mach sachte. Vorsichtig. Mach sachte. Und schneid nicht ins Kabel. So. Wisst ihr jetzt, was das ist? Ladegerät. Richtig. Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich habe das nicht gecheckt. Ich habe so eine Elektroladestation habe ich noch nie von nahen gesehen, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gerafft. Also, hä? Also ihr wisst ja, ich verkaufe Autos, deswegen kenne ich mich damit ein bisschen aus. Und zwar ist das eine Schnellladesäule. Nicht so eine, wie man die zu Hause hat, so einen kleinen Speicher, wo man den ganzen Tag das Auto lädt, sondern eine Schnellladestation, wie man sie an Raststätten zum Beispiel kennt. Ja. Vielleicht fürs Gewerbe gedacht, ne? Vielleicht für ein Geschäft. Das interessiert mich natürlich brennend, zumal es wirklich ein Thema ist, was sagen wir mal, zukunftsträchtig ist. E-Fahrzeuge kommen immer mehr. Ich gehe davon aus, dass man die los wird, weil es gibt immer mehr so Sachen, dass Firmen sich das auf den Hof stellen. A, weil es gut aussieht, machen ein gutes Image. B, man kann den Strom verkaufen. Ein guter Händler kriegt alles verkauft. Das würde ich sofort an einen Gewerbetreibenden verkaufen, der eine Fläche hat, weil er kann mit dem Ding Geld verdienen, er hat ein gutes Image. Wo würdest du es denn anbieten? Beispiel, ich kenne viele Firmen, die auch E-Autos haben. Vielleicht Anfragen. Da. Ja. Was glaubt ihr, kostet das? 1500. Also ich gehe davon aus, dass die irgendwo fünfstellig ist. Das, so wie das hier steht, kostet 20.000 Euro. 20 Millionen? Ja. Der Preis mit 20.000, 30.000 Euro kann da gut realistisch sein. Als Neuware. So will ich das haben. Und nicht anders. Ey, das hat noch keiner von euch gehabt. Die ist richtig geil. Das ist eine Schatzsuche, wo du einfach sagst, das Ding hast du nicht erwartet. Das ist schon tagesgewinnverdächtig. Und ich glaube nicht, dass du das unter 10.000 Euro verkaufst. Und das ist mindestens 10 Mille. Hallo? 10 Mille ist für mich für eine Woche Urlaub. It live, it live. Ja, sehr gut. Dirk, du hast hier mal ein richtig geiles Geschäft gemacht. Da habe ich mal einen Schnapper gemacht. Ihr seid ganz schön leise.
Freut ihr euch nicht, Herr Dirk? Und ich liebe das, so den ihre Gesichter. Kriegen das Lachen doch nicht mal rüber. Weil sie so einen Hals haben. Wir freuen uns nach innen. Wir gönnen das dem Dirk. Ich glaub dir kein Wort. Wenn er noch mehr gestrahlt hätte, dann hätten wir Sonnencreme gebraucht, ja. Also natürlich, er hat es uns gezeigt. Das ist doch jetzt, wo ich sage, ich bin wieder da. Dirk legt den Turbo ein und schnappt sich die wertvollste Palette, die jemals bei den Retourenjägern versteigert wurde. Mit dem Autozubehör und der Ladesäule macht er unterm Strich einen Gewinn von über 9.000 Euro. Abgefahren. Geiles Geschäft. Super, ja, muss ich sagen. Finde deinen Mut sensationell. Du bist ein richtiger Macher, Dirk, und du hast hier ordentlich einen rausgehauen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du bist eine geile Sau. Respekt, alter Mann, Respekt. Hat er gut gemacht. Und für euch gibt's eine gute Nachricht. Ich habe noch eine Palette übrig und vielleicht könnt ihr jetzt auch mal einen raushauen. Mal schauen. Dirk. Ja, Mann. Perfekt. Ja, Sau. Ich freue mich für dich. Schönes Ding. Dirk, wie kannst du an jedes Autohaus loswerden? Du kriegst du für 15 los, vielleicht sogar mehr. Das ist überhaupt kein Thema.